Strebe nach der Gottverwirklichung, der Selbstverwirklichung. Sei klug. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum vierten Vers des Vivekachudamani, des Kronjuwels der Unterscheidung. Shankaracharya schreibt: Derjenige, dem das schwer zu erlangende Dasein als menschliches Wesen mit menschlichem Bewusstsein und vollständigem Wissen der Schriften zuteil geworden ist und trotzdem nicht nach der Selbstverwirklichung strebt, sondern an dem Vergänglichen und Unwirklichen festhält, handelt dumm und richtet sich zugrunde. Shankara beschreibt, was auch zu seiner Zeit immer wieder zu beobachten war. Menschen hatten diese drei wertvollen Dinge, nämlich menschenwürdiges Dasein, Sehnsucht nach Befreiung, die liebevolle Fürsorge durch einen Meister und lassen es dann doch wieder sein. Und er will uns hier ermutigen, gehe den spirituellen Weg, gehe ihn systematisch, gehe ihn gründlich und gehe ihn bis zur Erleuchtung. Es ist etwas Großartiges und vielleicht hast du das. Du hast ein menschenwürdiges Dasein. Du hast menschliches Bewusstsein, du bist also nicht geistig behindert, du kannst nachdenken. Und wahrscheinlich, wenn du bis hierher zuhörst, hast du auch schon Wissen über Schriften. Du hast vermutlich schon einiges gelernt über Spiritualität. Vielleicht hast du eine Yogalehrerausbildung gemacht, vielleicht hast du die Bhagavad Gita oder das Yoga Sutra schon gelesen. Ja, du hast alles, was du brauchst. Jetzt müsstest du nur sorgfältig fragen, wer bin ich? Und ein konsequentes spirituelles Leben führen. Und dann wirst du das Höchste erfahren. Wenn du das nicht machst und am Vergänglichen, am Unwirklichen festhältst, dann bist du dumm, sagt Shankaracharya. Du richtest dich selbst zugrunde. Man erlebt es oft, dass Menschen zu Anfang Enthusiasmus haben. Sie lernen einiges, sie praktizieren einiges. Sie hoffen auf schnelle Erlösung, sie lesen die Schriften, sie machen eine Yogalehrerausbildung, sie meditieren. Und dann kommt oft eine Enttäuschung. Ganz so schnell geht's mit der spirituellen Erleuchtung auch nicht. Irgendwo kommen Zweifel auf, irgendwo weißt du nicht mehr, strebe ich richtig? Und irgendwann kommen Versuchungen. Plötzlich wird der Job wichtiger. Plötzlich denkst du, ich will es nicht so eng sehen. Plötzlich kommt eine neue Liebe ins Leben oder die Kinder kommen oder die Eltern werden pflegebedürftig. All das sind Dinge, die im Leben geschehen und das heißt ja auch, dass du karmische Aufgaben hast. Aber lass dich davon nicht beherrschen. Lass das nicht zur beherrschenden Sache deines Lebens werden, sondern sei dir bewusst, das Wichtigste ist, nach Befreiung zu streben. Darum geht es im Leben. Daher sagt Shankara, sei kein Dummkopf, strebe danach und mache das Streben nach Befreiung zum Wichtigsten in deinem Leben.